Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Start wie aus dem Bilderbuch mal wieder. Ja, wollte die Kamera hier anschmeißen und die wollte erstmal nicht so richtig. Gut, jetzt läuft aber wieder alles. Ich bin wieder voll top dabei und ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr auch wieder top mit dabei seid und mich hier unterstützt. Natürlich auch, dass du wieder mit dabei bist und hier entsprechend die Fahne mit hochhältst. Ja, und mich hier auch entsprechend unterstützt. Wir haben in der letzten Folge Schemen entdeckt und haben entdecken müssen, dass unsere tapferen Soldaten bei Schemen ja, die Flucht ergreifen, ohne sich zu schämen. Und ja, jetzt muss ich gucken. Ich glaube, habe ich eine Abenteuergilde? Meine, ja, ich hätte so etwas mal in Waffenschmiede. Das ist doch Abenteuergilde. Wir brauchen entweder, glaube ich, Waldläufer. Ja, ist ja gut. Waldläufer, was war das jetzt? Sie hat ein Dieb etwas gestohlen. Moment. Oder Draufgänger. Da muss ich aber noch ein bisschen. Magische Fackeln habe ich keine. Wie kann ich denn magische Fackeln herstellen? Magische Fackeln. Nicht lange Fackeln mit den magischen Fackeln. Waffen, magische Klinge, magische Fackeln. So. Ja, keine Ahnung. Muss ich gucken. Ein Dieb hat was geklaut und zwar hier. Ich habe doch hier Waldläufer und so. So, theoretisch kann er ja nur von hier irgendwie gekommen sein. Dass sie hier patrouillieren, bringt irgendwie gar nichts. Oder wie? Und dann mache ich Patrouille vielleicht erstmal hier so. Banditenlager, meine Einheiten. Moment, wo seid ihr her? Da. Angriffspunkt. So, jetzt aber ran da. Ran da an den Mann da. Ja. Ah, vier Stück stürmen los. Die vier reichen werden, keine Ahnung. Einer weniger. Oh, sehr cool. Immerhin. Immerhin, das hat funktioniert. Das freut mir. Aber das wird wohl nicht alles gewesen sein. Könnte ich mir vorstellen. Patrouille ist dortens. Angriffspunkt. Ja, kriege ich die mal dahin. Sehe ich mal zu. Dass ich die rekrutiere, 5 Stück. Habe ich diese Eisenlanzen, 5 Stück. Oh, das passt ja ganz gut. Das ist cool. Waffenschmiede. Ja, macht 10 von den Teilen. Rüstungsschmiede ist noch beschäftigt. So.
Werkzeugschmiede, da war irgendwas. Ich brauchte irgendein Werkzeug. War das hier? Genau, Spitzhacken brauchen wir 10 Stück. Zehn Stück und 32 Brot. Ich glaube, Brot war nicht das Problem, aber Spitzhacken könnte problematisch werden. 13. Na gut, dann ist das nicht problematisch, dann habe ich genug. Okay. Waldläufer war das Thema, bevor ich wieder abgelenkt wurde. Militärakademie, Moment, Weberei. Entdeckerposten? Achso, nee. Achso, das ist Nahrungsversorgung. Gut. Wachturm. Okay, passt. Die pausiert im Augenblick. Abenteuergilde. So. Okay, ich bräuchte. Silberdegen habe ich noch kein. Magische. Ich kann nur diese Geschichte machen. Weil ich habe noch kein Silber. Leichte Rüstung und Fackeln. Habe ich keine Fackeln mehr, weil ich sehe, hier sind 7 Leute irgendwie rekrutiert, aber ich sehe keine Fackeln. Leichte Rüstung ist da, Fackeln fehlen. Moment. Taverne, kleines Wohnhaus. Werkzeug. Nee, das ist, glaube ich, die Holzproduktion, ne? Moment. Taverne. Das müsste theoretisch etwas sein, was im Augenblick nichts zu tun hat. Würde ich mal behaupten. Holzwerkstatt. Ah. So, mein Freund. 10 Fackeln. Wie sieht's mit Schilden aus? Ja gut, ich soll erstmal die Fackeln machen. Holzschild brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Genau. Leichte Rüstung. Schneiderei, die ist im Augenblick untätig. Machen wir das mal so. Okay. Da habe ich. Den Waldläufer und da würde ich ganz gerne die Veteranenwachen dann einsetzen, wenn das geht. Veteranenwachen. So. Kettenrüstung habe ich nicht genügend. Randa. Sieht soweit alles einigermaßen gut aus. Entschuldigung, wenn ich hier so häufig mal ins Schweigen komme oder relativ wenig rede, aber ich versuche mich so ein bisschen hier auch zu orientieren und auch hier entsprechend mir zu überlegen, wie gehe ich denn am schlechtesten, besten vor bei den Gegnern, die uns da jetzt noch demnächst ins Haus stehen.
insbesondere diese Schemen. Ich glaube, mit den Soldaten, haben wir ja gesehen, die rennt von denen weg. Die haben Angst vor Schemen. Da werde ich wohl auf Waldläufer und dergleichen setzen müssen. Augenblick mal eben. Der Akademie Kunst. Ach, der Kunstschmiede. Die stellt magische Fackeln und magische Klingen her. Und zwar aus Fackeln, Smaragd, Silberdegen und Rubin. Fackeln hätte ich, aber ich habe keinen Smaragd und keinen Rubin. Und Silberdegen habe ich auch keine, weil ich noch kein Silber gefunden habe. Okay. Da sind die Schemen. Wenigstens zwei. Das ist ein Wachturm von unseren zu befreundenden Leuten da. Das war so auszurücken. Das heißt also, hier habe ich erstmal so meinen Wachturm. Nur einen. Und da sind geplant zum, oder sind vorhanden einmal die Veteranensoldaten. Und hier sollen ankommen demnächst Veteranenwachen, die ich noch nicht habe. Daran wachen. Okay. Warte, schöner Soldat. Zwei. Ja, okay. Also Holzschilder war das Problem da, ne? Ich werde nicht genügend Holzschilder haben. Holzwerkstatt, jetzt komme ich nie wieder. Getreidefarm, Gildehaus. Ich fühle mich hier nicht mehr zurecht. Im eigenen Dorf nicht. Holzwerkstatt. Der ist noch mit den Fackeln beschäftigt, das ist in Ordnung. Fackeln, reserviert 3, verfügbar nix. Ich lasse dann nochmal weitere Fackeln herstellen und auch mal hier so ein paar Schilder. So. Das muss jetzt sein. Achso, das war genau wegen den Waldläufern. Ja, ich muss kurz mal überlegen. Für was brauchte ich das nochmal? Abenteuergilde, genau. Da sind jetzt unterwegs 3 Fackeln. Leichte Rüstung ist vorhanden. Oh. So, ein paar Waldläufer habe ich schon. Stimmt ja. Sollte ich hier vielleicht auch noch ein paar unterbringen? Da sind die Schemen. Gut, bis ich die erreicht habe, das dauert aber noch ein wenig. Falls ich da überhaupt bis dahin vordringe. So, wir haben hier mit allen Fraktionen anfreunden. Verbessere deinen Ruf bei allen pargonischen Fraktionen auf der Insel zu Freund oder höher. Verbessere deinen Ruf, indem du ihnen hilfst, ihre Aufgaben zu erfüllen. Ups.
Oha. So, ruf bei den Fraktionen. Von zwei, ruf bei den Fraktionen unbekannt, entdecke die neutralen pagonischen Fraktionen auf der Insel. Finde ihr Handelszentrum, um Aufgaben freizuschalten, das aber noch nicht. Chance auf Handelsangebote, bla bla bla, Verbündete, vereint. Ja. Achso, hier mit den Rekrutieren, da bin ich auch noch dabei. Also das sind die magischen Orte mit den Fraktionen. Da läuft im Augenblick noch nichts. Gebiet wächst weiter an. So, wie sieht es denn hier mit den Zimmerer und so weiter aus? Und was wir sonst noch so brauchen? Die Gilde ist da gefragt. Gildehaus. Ah, sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt 30. Also hier von jedem 10. 30, Moment. Das müssten dann die 36 sein, die mir da noch fehlen, wenn ich ganz falsch liege. Ich habe keine Schaufel mehr. Schaufeln fehlen mir, weil sie jetzt Hammer fehlt mir auch. Also Schaufel und Hammer muss ich machen. Rucksäcke habe ich noch. Schaufel und Hammer. Schaufel und Hammer. So. Es brennt an allen Ecken. Rekrutierung der Abenteuergilde abgeschlossen. Ein Kupfervorkommen wurde entdeckt. Silber wäre auch cool. Kohle. Aber da komme ich noch nicht hin. Glaube ich. Oder? Nee, das ist noch nicht in meinen Einzugsbereich. So. Die fehlen noch. Das war's. Die 10 Waldläufer, die sind alle da, okay. Sehr gut. Da habe ich die Akademie, vielleicht ein Camp. Wäre das eine gute Idee? Da ich mich auch in diese Richtung noch weiter ausbreiten müsste, wäre, glaube ich, ein Camp nicht verkehrt. Noch gar nichts von Militär. Quatsch, Ausrüstung. Was will ich? Ich kann es mir nicht merken. Militärcamp. So. Ich setze mal hier so einfach mal hier so ein Militärcamp hin. Also da hätte ich Möglichkeiten, da nicht mehr, das anderes Gebiet. Ich sehe da keine Grenze. Nee. Ach da, ganz leicht, ist da eine Grenze zu sehen. So. Hier wäre ebenfalls noch das Ganze entsprechend ausbaufähig. Vielleicht sollte ich auch hier ein weiteres Militärcamp hinsetzen. Im Bereich Erkundigung und Expansion und so. Vielleicht merke ich es mir ja immer.
ich dann da so nach und nach dann entsprechend Leute hinschicke, die ich dann einsetzen kann, ist vielleicht nicht verkehrt. Ich muss hier, hier gibt's Ärger ohne Ende. Irgendwie, etwas wurde gestohlen. Die verdammten Banditen. Aus der Ecke. Okay. Moment. Ach, die habe ich immer noch nicht. Jo. Ja, dann. War die Idee hier schon mal mit dem Militärcamp nicht ganz so verkehrt? Folgendes. Dann brauche ich hier auf jeden Fall noch einen weiteren Wachturm. So. Ja, ihr merkt mir vielleicht ein bisschen an, so ich habe, das macht mir so ein bisschen Sorge hier, ne, mit den Gegnern und so. Das ist nicht so ganz ohne. Veteransoldaten wäre schön. Zehn sollt ihr sein. So, Moment. Veteransoldaten. Das wäre die Geschichte hier. Ich habe Eisenschwerter, ich habe Schilder, ich habe keine Kettenrüstung mehr. Oder nur noch eine. Die Rüstungsschmiede. So. Soll sich austoben. Die Waffenschmiede. Ja, komm, erstmal hier. So, warte, hab ich. Ja. Da ist noch einiges zu tun. Es bleibt herausfordernd, es ist so. Und sorry, dass ich heute so ein bisschen, diese Folge so ein bisschen ruhig war und mehr so versucht habe, hier so mir Überblick zu verschaffen. Aber im Augenblick, ne, die Gegner kommen aus allen Ecken und ihre Zahl ist nicht wenig und vor allen Dingen die Sache damit den Schemen, da muss ich mir dann auch überlegen, wie ich da am besten vorgehe. Wir werden das schon stimmen, früher oder später. Auch die Sache hier, ne, mit den noch zu gewinnenden Freunden und so. Das wird alles noch werden. Davon bin ich überzeugt. Das kriegen wir hin. Früher oder später. Vielleicht später, aber wir werden es hinkriegen. So. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Danke für eure Unterstützung. Danke für deine Unterstützung. Und ich wünsche euch immer alles Gute und genießt die Zeit. Da hat mir einer zugeschlagen. Was? Durch einen Schemen? Oh Gott, wieso sind die denn schon da? Naja, wir werden es erfahren in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, macht's gut und bleibt mir treu und überhaupt und bis bald.